Die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Wienersdorf konnten am vergangenen Wochenende so richtig feiern. Nicht nur das Feuerwehrhaus erstrahlte im neuen Glanz, auch der Wettergott stand auf ihrer Seite. Herr Bürgermeister, an so einem heutigen Wochenende geht es ja eher nicht nur ums Essen und Trinken, sondern es geht ja auch, glaube ich, darum, dass man den Leuten ein Danke sagt, dass man sie ein bisschen ehrt für das, was sie gemacht haben. Und ich glaube auch für die Toleranz, die, wie Sie gesagt haben, in Ihrer Ansprache die Familien erbringen, weil ja doch auch einmal um 3 Uhr in der Früh das Handy läuten könnte. Welchen Stellenwert nimmt denn für Sie persönlich die Freiwillige Feuerwehr hier in Wienersdorf ein? Na, die Feuerwehr Wienersdorf ist für mich eine sehr prägende gewesen. Natürlich nicht nur, weil ich da einige Meter nur meine Kindheit verbracht habe und hier groß geworden bin, neben dem Feuerwehrhaus, wo es jetzt steht, sondern vor allem, weil ich selber auch gespürt habe, was es heißt, einen aktiven Feuerwehrmann als Vater zu haben, der damals noch für die Semperit-Feuerwehr, aber gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr hier in Wienersdorf und anderen, damals noch Eishocken war, damit das Werk am Leben bleibt, der ausgefahren ist, der Nachtdienste gemacht hat. Was es heißt, ein Verzicht zu haben, familiär. Und das wollte ich heute einmal zum Ausdruck bringen, dass wir es ja bei den Angehörigen, bei den Frauen und auch mittlerweile Männern, die Partnerinnen und Partner sind von den Feuerwehrmitgliedern, auch bedanken für dieses Verständnis, für die Toleranz, dass die Mitglieder der Feuerwehr nicht unbedingt noch zusätzlich ein schlechtes Gewissen in der Familie haben, wenn sie zu den Einsätzen fahren, wenn sie sich fortbilden, wenn sie da tagelang für das Fest arbeiten. Und das war schon beeindruckend, nicht nur heute beim Festtag, sondern vor allem gestern am Abend zu sehen, wie verbunden die Ortsbevölkerung von Wienersdorf hier mit dieser Feuerwehr ist. Man müsste nicht fortgehen, wenn man gute Musik hören will oder wenn man was trinken will, das kann man alles zu Hause erledigen oder im privaten Bereich, sondern die Menschen kommen hierher, weil sie Gemeinschaft spüren wollen. Und die Feuerwehr Wienersdorf ist ein Garant hier für die Wienersdorfer Dorf oder Stadtgemeinschaft. Die Feuerwehren in überhaupt im gesamten Stadtgebiet nehmen einen ganz wichtigen Stellenwert ein, was die Sicherheit für die Bevölkerung betrifft. Und ich sage immer, wir Gemeindevertreter sind ja sehr froh, dass wir diese freiwilligen Feuerwehren haben, weil wenn man nicht mehr wissen, wenn man sich wendet, wenn man keine Hilfe braucht, wie die Feuerwehren, wenn ich es in der Stadt sage, sind schlagartig 200 bis 250 Mann und so, oder Frauen einsatzbereit, die sich eben auch zur Verfügung stellen, in schwierigen Situationen für die Stadt da zu sein. Und die haben einen besonderen Stellenwert. Was habt ihr denn so alles gemacht in dem heutigen Jahr? Wo sind denn eure Schwerpunkte? Unsere Schwerpunkte sind hauptsächlich auch in der Ausbildung, in der Jugendarbeit. Muss ich sagen, herzliches Lob auch an diese Ausbildner, die da mitarbeiten. Ein Dankeschön. Und weiters haben wir gehabt, eben die Fassade des Feuerwehrhauses ist neu gemacht worden. Dankeschön an die Gemeinde. Und auch unser Sitzungszimmer haben wir neu gestaltet. Und da in Eigenregie und da ein recht herzliches Dankeschön an alle, die da mitgeholfen haben. Wir haben sehr viel aufgewendet, über 2,5 Millionen allein in der Amtszeit, in der ich Bürgermeister bin, in den letzten 3 Jahren, für die freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet. Das ist viel Geld, das ist Steuergeld, das ist nicht mehr privates oder vom Gemeinderat, sondern das Geld, das wir zu verwalten haben und möglichst effizient einzusetzen haben. Und in der Sicherheit ist es natürlich gut investiert. Wir wollen ja auch, wenn es einmal uns betrifft oder wenn es notwendig ist, dass innerhalb von Minuten auch Feuerwehren da sind. Dazu braucht es die Freiwilligen, das ist die Sache der jeweiligen Menschen. Und gleichzeitig braucht es aber auch die Freiwilligen Dank und Anerkennung und Unterstützung, dass sie möglichst gut ausgerüstet hierher kommen. Und deswegen investieren wir in die Feuerwehren, möglichst gut ausgerüstet zu sein, wenn Menschen schon so bereit sind, freiwillig zu helfen. Wir sind wirklich eine sehr große Familie, wir halten zusammen und das ist das Wichtigste, eine Gemeinschaft muss sein, weil sonst kann eine freiwillige Feuerwehr, glaube ich, nicht existieren.